Hallo und herzlich willkommen zu Sims 4 zur Legacy Challenge. Und was das denn jetzt? Sie kriegt ihr Kind und sie wird jetzt. Ja, ich hoffe, sie ist noch vorher mal auf. Denn. Ach, umarmen. Ist es offen und macht einfach das, was du machen wolltest. Nee, da geht's jetzt mal nicht hin. Kann man das irgendwie mal anklicken, auf dem Landpaket stecken? Mitmachen? Nee, ach und schick mal nicht, denn schick mal auf Arbeit, ja, aber. Okay, ich würde sagen, sie hat genug gegessen, denn sie bekommt ihr Baby jetzt im Krankenhaus. Na, da sind wir ja mit dabei, Baby im Krankenhaus bekommen. Mit Tier. Na los. So, also, gut. Ich werde mal anhängen. Ja, Tia ist total aufgeregt, aber. Was ist denn hier los? Und gut, stimmt mit dir, wenn nicht, ne? So, wart. Was denn jetzt? Baby bekommen? In die Wolken schauen, bevor verbotene Worte brüllen und so weiter. Na gut, ich laufe hier mal nach. Jetzt kriegen wir gleich unser Baby. Wo ist ein Tier? Achso, mal kurz essen. Na gut. Also hier, dieses Zeichen sagt eigentlich, das Kind, das schwanger, krank ist, aber... Wer ist denn das? Tatjana ist die Ärztin? Ja, ist ein Ding. Okay, und ich bin ja mal tierisch gespannt. Bis jetzt steht nur ein Bett da. Herzlichen Glückwunsch, Sam hat soeben einen Jungen zur Welt gebracht. Dieses Baby braucht einen Namen. Wie möchtest du ihn nennen? Also, jetzt haben wir einen Jungen. Ich schreibe hier und schreibe. Schreibt überhaupt nicht total toll. So, jetzt haben wir einen Jungen und wir nennen ihn. So, er wird Sascha Abendschein heißen. Und. Ja, mal sehen. Irgendwie brauchen wir noch Mädchen, ne? Und das ist das kleine Baby, das ist Sascha. Ja, jetzt geht der Stress hier von vorne los. Aber es ist zum Glück nur ein Baby. Und? Wieso bist du immer noch krank? Wo ist das Kind? Aha, er ist nach Hause geflutscht. Okay, Erlächung. Schmutzigen Witz aussehen und. Genau das Richtige ist es jetzt. Wo ist denn jetzt das Kind? Das interessiert mich mal brennend. Hier ist eine Wiege. Ach, jemand, da liegt da drin. Ja, denn? Nee, den packen wir mal zu Mama ins Bett. Gut, stell ich mir dann, ist das Kartendick benutzen sie sowieso nicht. Okay, pack mal kurz raus. Ja, nicht so einfach. Und die Kleinen. Stellen wir da hin. Und da liegt das nämlich auch hier.
So, weiter geht's. Rutschen. Die Katze spielt mit Müll. Und der Baby feint. Kannst du dich ansehen? Wohin? Überschmierende Müll belehren. Und Sam geht mal zu ihrem Kind. Füttern. An die Brust nehmen. Und du erstmal auf mit Rutschen vielleicht irgendwelche Tricks probieren oder so. So, und dann kicken wir zwischendurch mal. Tia macht. Ach, schön in Flackern, die erwischt. Passt doch. So, und Tia kann jetzt hier zum Beispiel gleich Metall plündern. Das Kind schreit ja immer noch. Räum doch mal weg. Wegwerfen. Nee, kochen brauchst du nicht. Das machen wir extra, ja. So, ich guck mal nach Sam. Ah, Sam steht da. Und chillt ihr Kind. Okay. So, ich räum den Müll weg. Und verbissen Reste nehmen. An die Öffnen. Störenfried der Klasse und so weiter rauswerfen. Zusätzlich rauswerfen. Los machen, bitte. Verdammtes Essen aussortieren. Und nicht irgendwo zu essen grillen. Ach so, die leere Teller. So, wenn du das aussortiert hast, dann kannst du bestimmt das auch aufmachen. Genau, und hier nimmst du dir aber zu ein Gericht. Naja. Was ist denn bei dir jetzt? Was ist denn hier? Wieso hast du Obst? Achso, immer noch. Ich bin auf Tia immer noch. Na gut, habe ich ja zufällig gefunden. Was sind hier? Auf Katzenminze basieren das Beruhigungselixier. Ach, das hat sie irgendwie hergestellt, ne? Das sieht irgendwie komisch aus. Okay, ich gehe mal auf Sam. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte nicht wissen, wie dir geht. Sam geht's eigentlich gut. Und ja, und erstmal Hände waschen. Ich glaube, Sam muss jetzt immer schlafen gehen, wenn gerade Ruhe ist, oder? Und hier? Tia ist auch zufrieden. Mit Sam plaudern. Mit Sam plaudern und so weiter. Wo ist denn die andere Katze? Die schläft. Aber wo? Und was ist das denn? Hier räumen wir weg. Hier rühren wir mich weg. Ich höre das Kind schreien. Okay. Na gut, also wie die Eltern heutzutage sind, laufen das sofort dahin. Ich sag mal, gut, du hast jetzt nichts weiter zu tun. Schmutzige Windel wechseln. Okay, hallo, du bist nicht Erbe.
Das stinkt. Aber wir reden mal mit ihm. Ein bisschen liebkosen können wir. Ja, trotzdem mal. Halt, das kann man schon machen. Schaukeln. Duki ist älter geworden. Duki ist vom Kissen zum erwachsenen Kater herangewachsen. Jetzt habe ich gerade überlegt, wer das für ein Name ist. Er klettert ja Treppen hinaus und springt auf höhere Oberflächen, um sich dorthin zu hocken. Er kann sich auch mit anderen Katzen paaren, wenn er nicht kastriert ist. Ein Hoch auf Duki. Okay, das ist ja wohl dann der hier. Ah, Kick. Über Hochspringen antiken Millionen ist ja genau richtig und? Was ist mit sicher, wirst du den Boden essen, aufräumen? Weglegen. Na klar, klingelt dein Telefon und. Verpass. Sie fochten jetzt hier, schau mir. Okay. Wo geht's denn jetzt hin? Ach so, jetzt mal Maria begrüßen. Du bist Maria, du bist Oma geworden. Falls es dich interessiert oder so. Wo ist denn unser Gärtner geblieben? Das ist ja doof, dass der überhaupt nicht kommt. Also finde ich schon richtig blöd. So, Maria geht einigermaßen gut. Sie kann sich also um ihre Tagesaufgaben kümmern. Gemälde anfertigen und Level machen, Logikfähigkeit. Das würde ich zuerst machen, aber da würde ich mal kicken, ob wir irgendwelche Bücher haben. Das sind die. Das. Logikband 2. Der Schlüssel zur Erkenntnis. Was hast du überhaupt für ein. Versteht sie das Buch? Oder kann sie das gar nicht lesen? Mal gucken. Letzten konnte ich ja noch nicht lesen, irgendwie. Nee, ich glaube, das Buch versteht sie noch nicht. Außer Schreiben, Spielen, Karriere, Haushalt. Bücher kaufen. Sachbuch und so weiter. Ich glaube, Fähigkeiten. B, C und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass es hier bald mal auftaucht. Okay, hier, das werden wir also nehmen. 75 Simulants. Jetzt muss ich mal in hier in den Tag gucken. Da ist es schon. Okay, dann liest du mal das. Legt das jetzt weg. Ich glaube ja. So, ich schalte das Radio aus, dann hast du mehr Ruhe.
Und das klappte auch mit dem Leveln. War der Fund gar nicht gegen irgendwie. Okay, dann war das falsche Buch. Hä? So weit machst du. Und wir machten unser Baby inzwischen. Das schläft. So, also wenn hier der Gärtner nicht kommt, wo ist der eigentlich? Iketuki wurde von einem Eichhörnchen gebissen. Eichhörnchenbisse können Krankheiten verursachen. Behalte deinen Vierbeiner im Auge. Ja, wo ist sie? Vom Eichhörnchen gebissen. Hier gehen wir auf Tier und kann ich mit ihm zum... Ich kann ihn beruhigen. Okay, wenn ihr Kind Gärtner ist, das ist ja blöd. Dann rufe ich mal ihn an. SMS schicken und so weiter. Nee, die Klinik. Ich hab das nicht, weil ich... Ich will nicht umziehen oder Tierhandel kaufen und so weiter. Na gut. Was ist mit Maria? Kann sie da mehr? Krieg mal hier. Restaurant-Service engagieren. Regelmäßig Gartenservice, das ist ja blöd. Wieso hört sie Musik jetzt, wo ich den Fund gerade ausgeschaltet habe? So, danke, dass du den Dienst der Vereinigten Maulwürfe nutzt. Dein Gärtner erscheint irgendwann. So, danke, dein Gärtner erscheint am Mittwoch um 9. Was? Um 9.05 Uhr. Dienstag 17 oder 19 ist es schon. Also kommt er am nächsten Tag. Wo ist denn Maria jetzt? Wo hast du denn das Buch? Du bist du schon fertig? Achso, sie muss mal auf Klo und Hunger hat sie auch. Na gut, dann jemand auch mal auf Klo, aber ich muss das Buch suchen. Verwenden. Hunger hast du? Dann kick mal hier rein. Der Rest nehmen nur Torte, oder? So, und ach, und wir wieder ordentlich ackern lassen. Reparieren. Und? Ja, na, ich weiß überhaupt nicht, warum der Garten... Alles ernten? Ach, ich bin ja auf... Nee, ich bin ja völlig falsch. Ich wollte eigentlich auf Aaron gehen. So, Aaron macht Experte-Reparatur. Und dann wird den Garten pflegen und natürlich auch halt ernten. Ja, er muss ja mal weitermachen. So, du wirst dein Buch nehmen. Details, ich muss jetzt mal kicken, wo das eigentlich ist. Und die machen Bücher kaufen, etwas lesen, öffnen. Band 1, lesen.
Okay, die Katzen schlafen ja wirklich, wo es ihnen einfällt. Bevor du am Computer weiterspielst, was ist los? Der Baby weint. Aber jetzt wollen wir hören, was die Katze zu sagen hat. Nichts. Ginger hat Hunger. Vergiss nicht, ein Fressnapf für sie zu füllen. Der ist voll. Gut, okay, wir haben es alle gehört. Warum machst du immer nur du das? Okay, also noch ein bisschen reden und noch ein bisschen liebkosen. Und das gleiche kann dann auch mal im Tier machen. Sonst fremdelst du denn rum hier, ne? Bisschen schaukeln. Und auch liebkosen und hüpfen. So, wo ist sie? Warum geht das nicht? Schmutzige Windel wechseln. Und pst. Und angucken. Okay, du bist aufgestanden. Du hast ein bisschen Platz gemacht. Jetzt klappt's. Okay, dann machst du mal gehen und weiter und so fort. 22.20 Uhr. Ich würde sagen, du gehst mal schlafen. Und wenn Tia fertig ist, dann geht sie auch schlafen. Wo ist denn Aaron? Ach, der macht noch da im Garten. Und Maria geht auch schlafen. Also irgendwie haben die alle ganz gut im Griff. So, unser kleiner Sascha wird dann auch weiter schlafen und nur Aaron darf noch nicht. Der muss den Garten pflegen. Bevor er schlafen kann. Was ist mit dir jetzt? Ab ins Bett. Okay, dann mach sie wach und leg dich da hin. Ich glaube, die können hier nicht ins Bett. So, dann mache ich mal so. Und so. Ich hoffe, dass das hier drüben steht. Und jetzt muss ich eigentlich gehen, oder? Marking, ja genau, es funktioniert. Okay. Bis dann. Tschüss.